So, Heimspiel heute, FC Karlsruhe Jena gegen Eintracht Braunschweig, und unter den Zuschauern nicht wenige Trainer, wie bei jedem Spiel, aber zumindest einen ganz wichtigen, Bernd Stange, langjähriger Co-Trainer FC Karlsruhe unter Hans Meyer, langjährig Trainer der Nationalmannschaft der DDR und auch langjährig Trainer verschiedener Nationalmannschaften, zuletzt in Syrien. Wie hat Ihnen denn jetzt die erste Halbzeit des FC Karlsruhe Jena gefallen? Die hat mir so gefallen, dass ich fühle, es kommen ganz, ganz schwere Zeiten auf meinen Heimatclub zu. Das ist jetzt schon überschaubar nach der Leistung hier gegen Ingolstadt, wo man nach 35 Minuten das erste Mal aufs Tor geschossen hat. Heute hier 45 Minuten lang kein Torschuss, kein organisierter Angriff. Da weiß ich, dass die Geduld dieses unglaublichen Publikums, das ist, glaube ich, wieder 8000 Leute hier, dass sie natürlich begrenzt ist, das muss man wissen. Nun ist auch bekannt, dass die Mannschaft wieder einmal im Umbruch ist, im totalen Umbruch. Wie sehen Sie es? Was ist in so einer Zeit des Umbruchs zu machen? Es wurde in der Sommerpause ein Dutzend neue Spieler geholt. Viele davon, wurde immer wieder gesagt, nicht unbedingt mit 90 Minuten Spielpraxis in der folgenden Saison. Ist das Risiko zu hoch, was der Club hier eingeht, oder ist es eigentlich typisch FC Karlsruhe Jena, dass man eben Nachwuchsarbeit leistet, Spieler aufbaut, eine Mannschaft formt? Der Club wird danach abgerechnet, was in der Zeitung steht, und zwar nach der Tabellensituation. Die dritte Liga ist, wenn ich mich nicht täusche, Profifußball. Und da gelten für die Trainer und für die Leitung und für alle die gleichen Gesetze, die für Guardiola und die für andere Trainer, Mourinho zum Beispiel, gelten. Es wird abgerechnet nach Toren und Punkten. Da ist nichts mit Umbruch und da ist nichts mit Geduld, schon gar nicht in einem Club wie FC Karlsruhe Jena. Und heute hier, die Vorstellung in der ersten Halbzeit war mehr als dürftig. Es war eigentlich nichts, es war überhaupt nichts zu erkennen. Und man kann nicht ein verwöhntes Publikum über Jahrzehnte abspeisen mit Geduld und warten. Und wenn eine Spielidee nicht funktioniert, wenn sie sich nicht umsetzt in Tore und Ergebnisse, dann gibt es im Profifußball keine Geduld. Das habe ich in einer langen, langen Karriere auch selbst mehrfach schmerzhaft erfahren müssen. Kommen wir da gleich noch drauf. Wie weit verfolgen Sie die Spiele jetzt aktuell noch des FC Karl Zeiss, auch wenn Sie nicht direkt selbst im Stadion sind? Also ich habe alle Spiele verfolgt. Selbst als ich im Ausland war, ist das ja heute durch die sozialen Medien und durch die Streamingdienste überhaupt kein Problem. Und es ist ja mein Heimatclub und ich bin hier auch groß geworden. Und so weiß ich einigermaßen Bescheid. Und jetzt fremdle ich ein wenig, weil man überhaupt keinen Spieler mehr kennt, weil die Spieler von überall her geholt worden sind. Und irgendwo die Identität scheinbar verloren geht. Und so bin ich gespannt, was hier passiert. Man muss die Trainer schützen. Das sind Kollegen von mir, das sind junge Leute. Und die sagen, das Umfeld soll die Nerven behalten. Aber als ja die ersten Buhrufe kamen, völlig berechtigt von dem Publikum, kann man natürlich als Trainer da nicht reagieren und diesen treuen Leuten hier hinter mir einen Scheibenwischer zeigen. Das geht also nicht. Also haben auch die Trainer noch Lernbedarf. Und wie können Sie jetzt dem Anhang von Jena zum Schluss des Gesprächs noch ein bisschen Mut zusprechen? Das ist, die Hoffnung stirbt zu allerletzt, und die Jenenser Fans, die kommen ja auch, wenn es nicht so läuft. Die kommen auch in der Regionalliga und die kommen auch zu allen Zeiten. Das ist in Dresden so, das ist in anderen Clubs so. Was ich fühle, man muss aufpassen, dass man den Club nicht völlig überfremdet. Es gibt da auch hier noch Talente in unserer Umgebung. Ich habe gerade gelesen, dass ein Torschütze von Gera mit 17 Toren aus der Oberliga woanders hingewechselt ist, dass man sich total überfremdet. Man muss auch die Augen offen halten, was hier in der Region, im Thüringer Land oder vielleicht im mitteldeutschen Fußball so passiert. Aufpassen, dass man sich nicht zu viel Fremde in den Profiverein holt.